Ein Plus für uns ist ein Plus für alle. Die IG Metall erklärt warum. Das ist David. Er arbeitet als Dreher bei Dreh und Fräs in Stuttgart. Dort produziert er Antriebswellen für die Autoindustrie. Vergangenes Jahr haben die IG Metall und David ein deutliches Plus durchgesetzt. Davon konnte er sich ein paar tolle Sachen kaufen. Und auch in diesem Jahr hat David ein ordentliches Plus verdient. Wir erklären, warum. Zunächst ist da die Inflation. Sie frisst einen Teil von Davids Einkommen auf, weil sie dafür sorgt, dass die Preise steigen. 2013 voraussichtlich um 2%. Zweitens hat Dreh und Fräs die Abläufe im Betrieb verbessert und neue Maschinen angeschafft. David und seine Kolleginnen und Kollegen können so in der gleichen Zeit mehr Antriebswellen herstellen als noch vor einem Jahr. Aber nicht nur bei Dreh und Fräs arbeiten die Beschäftigten schneller, besser und produktiver. Auch in anderen Betrieben und Wirtschaftszweigen tun sie das. Das nennt man Produktivitätsfortschritt. Der beträgt 2013 in Deutschland etwa 1,5%. David findet, sein Arbeitgeber muss ihm zumindest einen Ausgleich für die Inflation und den Produktivitätsfortschritt zahlen. Sollte Davids Lohn noch stärker steigen, könnte er sich sogar wieder ein paar tolle Sachen kaufen. Das wäre nicht nur toll für ihn, sondern auch für die Wirtschaft. Deshalb fordert die IG Metall ein Plus von 5,5%. Denn höhere Löhne stützen die Konjunktur. Wenn die Löhne der Beschäftigten steigen, können sie mehr Geld ausgeben. Das kurbelt die Wirtschaft an, sichert Jobs und sorgt für mehr Wohlstand. Ein Plus in der Metall- und Elektroindustrie ist also ein Plus für alle. Auch für die Menschen in Europa. Denn hat David mehr Geld, kann er sich mehr Sachen kaufen, die in anderen europäischen Ländern hergestellt wurden. Und dann gibt es wieder Arbeit für Petro, China und Alexis. Kauft einer von ihnen ein Auto mit einer Antriebswelle von Dreh und Fräs, macht das auch Davids Job sicherer. Zu guter Letzt, die Unternehmen, gerade in der Metall- und Elektroindustrie, können es sich leisten, David eine Lohnerhöhung zu zahlen. Sie haben 2012 große Gewinne gemacht. Höher als im vergangenen Jahr waren ihre Renditen nur 2007 und 2011. Tarifrunde 2013. Plus für uns, plus für alle.